dass die Welt sich dreht. Ich glaube, dass es weitergeht. Auch wenn ich mal nicht glauben kann, es ist doch ganz bestimmt was dran, dass wir hier nicht alleine sind, sondern dass ich wie ein Kind mich mit Gott unterhalten kann. Ich mach die Augen zu und dann sag ich ihm, was mir nicht passt, frage ihn, ob er mich hasst. Wenn's mir richtig dreckig geht, sagt er mir, dass es weitergeht. Ich kann's nicht glauben, dass es keinen Gott gibt. Ich will glauben, dass er uns liebt, dass er mich hört und dass er weiß, was geschieht, dass er uns kennt und dass er uns wirklich liebt. Ich glaube, dass es einen Gott gibt, der dich und mich so sehr liebt, dass er uns seinen Sohn geschickt, aber nicht alle haben geblickt. Dann war ja Staatsfeind Nummer eins, ein faires Verfahren gab es keins. Gekreuzt, gestorben und begraben, am Schluss stehen da nur vier Buchstaben. Die Sonne wird schwarz, die Erde bebt, wie wenn man das Ende der Welt erlebt. Aber es war das Ende unserer Schuld, am Kreuz versöhnt er uns mit Gott. Ich will glauben, dass es einen Himmel gibt, von dem Gott auf uns herunter sieht. Dass er mich hört und dass er weiß, was geschieht. Dass er uns kennt und dass er uns wirklich liebt. Drei Tage war er tot und bleich, er stieg hinab ins Totenreich, wo alle Toten wie gefangen im kalten Dunkel heillos bangen, weil einer sie gefangen hält, denn der Tod sei Sünde gilt. Jesus aber ein für alle Mal beendet der Toten Seelenqual. Er lebt und ist kein Toter mehr, und mit ihm kommt das ganze Heer der Frauen und Männer, die auf ihn hoffen. Durch Christus steht der Himmel offen. Ich will glauben, dass es einen Himmel gibt, weil Jesus Christus jetzt den Tod besiegt, weil er gestorben ist und weil er lebt und uns auf seinen Händen in den Himmel trägt. Hier ändert sich die ganze Sache, weil ich über den Tod jetzt lache. Wenn er mir Angst macht und mich holt, wird Jesus sagen, dieses Kind bleibt verschont. Denn es ist mir und keiner kann es sich erlauben, es jemals mehr aus meiner Hand zu rauben. Denn er vergibt mir meine Schuld und ruft mich voller Liebe und Geduld. Dass ich erkenne, wer er für mich ist und dass das Leben ewig ist, das er mir schenkt. Und darum glaube ich an ihn. Ich glaube, dass es einen Himmel gibt und dass man dort dann ewig lebt. Ich glaube nicht allein, sondern will mit anderen sein, die mit mir glauben und vertrauen, gemeinsam auf die Hoffnung schauen, gemeinsam kämpfen und erleben, was Gott gibt und hat gegeben. In der Kirche lebt die Botschaft, dass Gott uns hilft mit seiner Kraft. Auch wenn wir zweifeln oder fluchen, er hört nicht auf, nach uns zu suchen. Wie der Schaf, das ich verirrte, so ist er unser Menschenhirte, der uns liebt und der uns kennt und uns bei unserem Namen nennt. Ich kann's nicht glauben, dass es keinen Gott gibt. Ich will glauben, dass er uns liebt, dass er mich hört und dass er weiß, was geschieht, dass er uns kennt und dass er uns wirklich liebt. Mein Leben hat durch Christus
Motto sein neues Ziel. Auf ihn hören, ihm folgen und mit ihm gehen. Bis wir im Himmel sind und nicht mehr glauben, sondern Wissen und der Wahrheit ins Auge schauen. Ich glaube.